Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Der Kapitän ist bei uns, Dirk Olleshausen. Am Samstag wartet mit dem Auswärtsauftritt beim 1. FC Kaiserslautern das Südwestderby auf euch. Mit welchen Erwartungen fahrt ihr hin? Ja, also ich denke, wir erwarten von uns selber und die Fans dürfen das auch erwarten, dass wir in Kaiserslautern gerade im Derby ein ganz anderes Gesicht zeigen als in den letzten beiden Spielen. Wir haben die beiden Niederlagen analysiert, die Fehler geklärt, was wir nicht mehr machen dürfen, was noch besser werden muss. Und ich denke, dass wir gestärkt in das Derby fahren können. Der Trainer hat in der Pressekonferenz gesagt, das ist eine der spielstärksten Mannschaften, was die Kaderbesetzung betrifft in der zweiten Bundesliga. Inwieweit spielt das für euch eine Rolle, wer da gegen euch auf dem Platz steht? Ja, die Vergangenheit hat es ja gezeigt, dass wir besser gegen spielerisch starke Mannschaften agieren können als Mannschaften, die sich hinten reinstellen und mauern. Das haben wir dieses Jahr schon gezeigt, dass wir diesen Fehler oder diese Spielweise ablegen können und auch solche Mannschaften bespielen. Aber ich denke, Derby-Charakter, das spricht für sich. Da geht es erstmal nicht um die spielerische Linie. Ich glaube, die werden versuchen, uns aufzufressen. Und da müssen wir mit dem Kampf erstmal dagegen halten. Mit welchen persönlichen Erinnerungen fährst du dahin beim 2:2 im Hinspiel? Es endeten ja beide Spiele 2:2 in der Vorsaison. Warst du der Turm in der Schlacht am Schluss? Also ich hoffe, dass also erstmal die vergangenen Spiele, die interessieren nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir weniger Glück brauchen, um in Kaiserslautern noch was zu holen als letztes Jahr. Aber ich bin guter Dinge, dass wir gestärkt und in alter Form wieder dann am Betzenberg angreifen können. Ihr habt jetzt ein Auswärtsspiel hinter euch gebracht. Da waren im Prinzip null Fans dabei. Da gab es keine Unterstützung zwangsläufig, weil in Leipzig keine Fans mitgefahren sind. Jetzt sind morgen auf dem Betzenberg 5000 Karlsruher. Wie wichtig ist das für euch? Ja, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, dass die Unterstützung von den Fans auswärts hervorragend ist. Egal, wo das hingeht. Und morgen, wir haben es ja auch im letzten Jahr kennengelernt, dass die Karlsruher richtig Dampf machen können und dass da die 35.000 oder 40.000 Kaiserslautern vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen abstinken können. Ja, und wie gesagt, wir hoffen, dass, also ich denke, die Atmosphäre ist super. Die Fans werden 90 Minuten Gas geben und das wird sich auf den Platz übertragen. Und das sollen die Jungs, die Mannschaft soll das mit aufnehmen und morgen alles rausknallen, was sie haben. Danach ist spielfreie Woche. Also brauchen wir morgen keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste nehmen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.